Tim testet heute getunte Zuschauerautos. Okay, da kann man ja schon sehen, dass ihr ein bisschen Ladedruck genau, richtig. Habt, ne? Ja. Was ist das für ein Turbo? Das ist ein Turbolader aus den USA. Precisions nennt sich die Marke. Ist relativ neuer Markt. Keramikgelagerter Turbolader. Oh. Gefräste Verdichterräder. Entsprechend die Auspuffanlage angepasst, einen Fächerkrümmer verbaut aus Edelstahl. Selbst geschweißte Rohre. Ja, gut. Mir ist das Auto sehr sympathisch, weil da einfach im Vordergrund steht die Funktion. Das heißt, das Ding soll möglichst fies vorwärts gehen und das Aussehen ist dabei eher weniger wichtig. Das heißt, es soll sogar nach weniger aussehen. Also so das Thema Wolf im Schafspelz. Der Wolf ist ein Rallye Golf aus dem Jahr 1990 mit original 160 PS. Bis auf Tieferlegung und Felgen ist er äußerlich kaum von seinem Original zu unterscheiden. Doch der 20 Jahre alte Wagen hat es faustdick hinter den Ohren. Sein Besitzer setzt auf Leistung statt Spoiler. Das Geld kann ich schon nicht mehr zählen. Also ich habe es mir nie zusammengerechnet, aber es steckt schon einiges drin. Allein im Motor stecken, denke ich, 8.000 bis 10.000 Euro. Und das ganze Geld steckt fast ausschließlich unter der Haube. Ich finde das immer gut, wenn die Funktion ein bisschen wichtiger ist als genau, Optik. Richtig. Da stehe ich so ein bisschen drauf. Als ich klein war, so mit 12, 13, wo ich angefangen habe, Kartrennen zu fahren, hatten wir so einen Golf 2 16V. Und den Rallye-Golf fand ich halt immer irgendwie cool, weil das war so das Auto, mit dem ich mit meiner Mutter zum Einkaufen gefahren bin. Und einen Rallye-Golf, den kannte ich vom Sehen und habe nie einen anfassen dürfen und so. Und jetzt darf ich einen fahren mit 35, ist doch cool. Die Kraft dieser bizarren Motormixtur will Tim nun am eigenen Leib erfahren. Das hab ich ja mal gespannt. Tim weiß noch nicht, dass dieses Auto im oberen Drehzahlenbereich mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Boah, schönen Klang. Ah, man hört schön den Turbo abpfeifen. Alter Schwede. Die Brutalität des Turbos lässt nicht einmal Tim schräg kalt. Das Ding geht ja ab. Aber erst so bei 5. Das 4800 Umdrehungen ist halt so eine normale Beschleunigung, schlechter als ein GTI. Und dann kommt aber richtig Bums in die Bude, das ist schon richtig asozial. Da kommst du halt fast nicht mit dem Schalten hinterher in den nächsten Gang, weil dann bei 7,2, 7,3 schaltest du halt dann. Und das geht halt dann, nächster Gang, und dann wieder, nächster Gang und so. Das ist schon eine ziemlich lustige Geschichte. Alter, das ist ja unglaublich. Der Turbomoderator fasst langsam Vertrauen und tastet sich jetzt an den Grenzbereich des 500 PS Monsters. Okay, ich glaube, das Auto wird richtig bewegt. Aber wie das Ding ab 5000 abgeht, das geht echt auf keine Kuhhaut. Also eine kurze Belastung und dann ist wieder eine kurze Abkühlungsphase da und eine kurze Belastung, das geht, aber Dauerbelastung mit so hohem Ladedruck ist, glaube ich, nicht dauerhaltbar, würde ich mal nicht glauben. Das Schlimmste wäre heute, dass das Auto kaputt geht auf der Rennstrecke. Also, das wären so meine Ängste dabei. Marks Ängste sind nicht ganz unbegründet. Okay, jetzt ist aber sehr mager. In Runde 3 geht dem Motor plötzlich die Puste aus. Jetzt ist irgendwie der Ladedruck weg. Okay, ganz. Ja, also die Lambda-Anzeige habe ich angeguckt. Das Lambda ist okay. Aber baut kein Ladedruck mehr auf. Gar nicht mehr? Nee. Okay. Vielleicht hat es einen Schlauch runter oder so. Irgendwie so. Es hat auch nicht, ich habe es nicht gemerkt. Und es hat sich aber kein Geräusch aber gehört. Am Anfang ging es noch? Am Anfang hast du ja gesehen. Ja. Ja. Schon finster, wie das Ding abgeht. Echt unglaublich. Okay. Was war los denn? Ich weiß nicht. Ist ganz normal. Plötzlich. So bei 5000 kommt halt so ein Schub, so das Gefühl, dass die ist ein LKW hinten reingefahren. Ein schneller LKW. Und beim nächsten Mal rausbeschleunigen war der Ladedruck nicht mehr da. Deswegen muss wahrscheinlich irgendein Schlauch abgegangen sein, aber ich habe auch nichts gehört. Mechaniker Daniel hat sofort einen Verdacht. Von der Unterdruckdose hat sich das Gestänge rausgelöst. Okay. Ja. Das wollen wir jetzt lösen mit einem Provisorium, um das Ganze dann entsprechend wieder fahrbar zu machen. Das ist nur eine Kleinigkeit, nur eine Klammer für 20 Cent, aber
hat sehr viel Einfluss auf das Fahrverhalten vom Auto und auf die Motorleistung. Ja, ärgerlich mit der Basic-Klappe. Ja, natürlich, aber... Bin ich schuld? Ein bisschen. Okay. Naja, aber das kriegen wir wieder hin. Nach nur ein paar Runden hat der Golf eine Panne. Jetzt müssen die Jungs das Auto so schnell wie möglich wieder flott kriegen, sonst war's das mit dem Test. Das ist nicht das erste Mal, dass was kaputt gegangen ist. Also, wir haben immer wieder Kleinigkeiten, wo nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und dann wird halt wieder irgendwas erfunden oder geschraubt oder entsprechend geändert und dann läuft er meistens wieder. Mit dem geflickten Motor geht es wieder auf die Teststrecke. Wird das Auto diesmal durchhalten? Ja, man kommt einfach nicht zum Schalten. Ja, der zweite Gang. Aber es ist geil, dass es auch hält. Tuning-Autos sind hochgezüchtete Boliden und deshalb sehr anfällig. Tim und Marc ahnen nicht, dass das Auto gleich wieder Probleme machen wird. Wenn du dann so messen, wenn du zu schnell bist, in die Kurve reinfährst, dann schiebst du ja vorne raus, weißt du? Wenn er ein bisschen weniger Sturz hätte, dann würde der mit dem Heck eindrehen. Okay. Dann nimmst du Fahrt raus, kannst den Radius verkleinern und fährst dann einfach um die Ecke rum, weil da muss man sich gar nicht erschrecken. Ich wollte einfach mal die direkte Meinung von Tim hören bezüglich Kurvenlage, Fahrwerk, Motor, Ansprechverhalten vom Motor. Was ihm jetzt in seiner langen Erfahrung als Rennfahrer auch so aufgefallen ist. Also echt vorne 1 Grad mehr, hinten 2 Grad weniger, dann wäre das richtig mega. Wenn du das Auto tiefgelegt ist, dann hast du hinten sehr viel Sturz. Und deswegen hast du halt nicht kein sehr handliches Kurvenverhalten, sondern der Grenzbereich findet ausschließlich an der Vorderachse statt. Das heißt also, Limit ist einfach die Vorderachse, wo das Auto dann anfängt zu schieben. Aber dafür, die Zeit holt er locker auf dem Geraden wieder auf. Am Ende der Geraden hat der Golf schon wieder Leistungsverlust. Diesmal deutet alles auf einen Schaden am Turbolader hin. Tim hat auch schon einen Verdacht. Ich setze den Schlauch ab, weil du hast den Lader groß pfeifen gehört. Ja, ja. Warte, ich sag mal. Soll ich ausmachen? Ja. Das selbstgebaute Ladeluftsystem hat der Belastung auf der langen Geraden nicht standgehalten. Ja, den Ladeluftschlauch hat es von dem Ladeluftrohr runtergehauen. Durch den Ladedruck. Nichts Tragisches. Wieder stecken die Hobbytuner ihre Köpfe in den Motorraum. Denn die nächste Belastungsprobe steht unmittelbar bevor. Der Golf muss auf den Track-Test für eine schnelle Runde. Doch das sind extreme Belastungen für das Auto. So, jetzt wird's ernst. Ja. Ich mache jetzt mal hier unser Rundenzeitmessding rein. Okay. Das funktioniert mit GPS. Okay. Was kann das alles so? Das macht irgendwie auf ein paar Zentimeter genau. Kannst du da dann auslesen, Vmax. Mhm. Kannst dir die einzelnen Kurven angucken und so. Aber uns interessiert jetzt nur Vmax auf der langen Gerade halt vom Anbremsen und halt die Rundenzeit. Okay. Der GPS-Empfänger misst die Zeit auf die Zehntelsekunde genau. Wenn ich an der Startlinie stehe, drücke ich die Speicherkarte rein. Dann startet sich das System und dann kann ich losfahren, wann ich will. Und der sagt dann, wenn es die Rundenzeit ist. Und das ist halt sehr genau. Okay, alles klar. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ich hoffe nur das Beste. Okay. Die Rundenzeit des kompakten Wolfsburgers hängt aber nicht nur von seiner Motorleistung ab. Fahrwerk ist nicht besonders geeignet für Rundenzeiten. Dafür geht es auf der Geraden brachial vorwärts. Und wenn das Auto über eine Runde seine Klammer von der Ladedruckdose behält, dann sehen wir, was für eine Rundenzeit dabei rauskommt. Jetzt zählt's. Wie schlägt sich der Golf auf der kurvigen Strecke? Und vor allem, hält er durch? Beim Start spielt der Golf sein gesamtes Leistungspotenzial aus. Aber ist er nur stark oder auch schnell? In den engen Kurven lässt er wertvolle Sekunden liegen. Auf der Geraden dagegen kann Tim das Gaspedal voll durchdrücken. 185 km/h zeigt das Messgerät hier an, ein guter Wert. Auch auf der Bremse kann der Golf im Schafspelz punkten. Kurze Lastwechsel in den Kurven liegen dem Wolfsburger hingegen überhaupt nicht. Rutschen und Untersteuern kosten wertvolle Geschwindigkeit und die entscheidenden Zehntelsekunden. Die Geschwindigkeit am Kurvenausgang bzw. der Schwung aus der Kurve heraus ist aber entscheidend, um die Strecke möglichst schnell zu umrunden. Die letzte Kurve. Und
58,95 Sekunden. Damit belegt der Golf auf dem neuen Tuning Track Test vorerst Platz 1. Und vor allem, er hat durchgehalten. War gut gezeigt, oder? Ja, ich glaube, die Zeit war gut. Hoffst du mal, sie war gut. Oh, man riecht's, ja. So. Rundenzeit ist 58,95 Sekunden. Ja, ich bin sehr stolz aufs Auto jetzt. Tim Schrick hat es gefahren, getestet und hat mir ein paar Tipps gegeben, was noch zu verbessern ist. Ihm hat es aber so Spaß gemacht zu fahren. Er war begeistert vom Motor und so weiter. Also war das, was ich erwartet habe. Aber Topspeed war bisher beim GT2, mhm, also ohne RS. Der normale GT2 hatte 202 km/h. Okay. Also da ist 185 schon eine Gut. Ansage, auf jeden Fall. Dann ja. Bin ich zufrieden. So wie sich das Auto fährt, und die Fahrbarkeit von dem Motor, die Gasannahme und so weiter, das bedeutet schon, dass die Jungs auf jeden Fall wissen, was sie da tun. Und ich finde das cool. So einfach mit bestehenden Mitteln das machen, worauf man Bock hat. Und das umsetzen, ohne sich einen auf die Optik zu scheuern, ist schon ganz cool. Also wie gesagt, wenn das mit dem Sturz und so und ein bisschen andere Radreifenkombinationen und so, wäre das Auto sicherlich noch mal 1,5-2 Sekunden schneller, denke ich. Okay. Gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe im Winter oder jetzt im Sommer. Ich bin echt froh, dass es gehalten hat und danke für dein Vertrauen. Ja, hat mir sehr großes Spaß gemacht.